Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zu Beginn drei Punkte, drei Informationen vorwegstellen. Zum einen, seit 1972 gibt es öffentliche Anhörungen im Deutschen Bundestag und seitdem wird im Bundestag eine öffentliche Verbändeliste geführt. Dort sind über 2200 Interessenvertretungen registriert, immer aktualisiert, transparent sortiert nach Lobbybereichen. Und diese Liste ist dann auch die Grundlage für öffentliche Anhörungen. Und der zweite Punkt, den ich vorwegstellen will, ist folgender. Transparency International hat bereits im Integritätsbericht 2012 festgestellt, und da kann ich zitieren, die Transparenz des Bundestages kann als sehr hoch eingestuft werden. Und da kann ich im gleichen Zusammenhang zum dritten Punkt kommen. Wir hatten ja eine Anhörung zu diesem Punkt durchgeführt, jetzt aktuell. Und dass es im Bundestag kein Transparenzdefizit gibt, war auch das Ergebnis dieser öffentlichen Anhörung. Das haben sogar die Experten, die Sachverständigen bestätigt, die von der Opposition selbst eingeladen wurden. Ich muss feststellen, dass die Anhörung bezüglich dieses Antrages letztendlich für sie verheerend war. Das war das Ergebnis der Anhörung. Und ich konnte den Unmut auch von Experten verstehen, die bereits öfters zu diesem Thema, zu einer solchen Anhörung bereits eingeladen waren, die die Frage gestellt haben, warum wird in jeder Legislaturperiode über fast identische Anträge diskutiert, ohne dass bei der x-ten Auflage nicht einmal längst bekannte Kritik in juristischer Weise auch aufgearbeitet ist. Es sind immer die gleichen Anträge. Und jetzt debattieren wir wieder, ich sage jetzt wirklich bewusst, diese modrigen Anträge, die niemals aktualisiert worden sind, müssen wir jetzt noch mal hier debattieren, weil das mit zur Inszenierung und Mitgestaltung einer Veranstaltung der Fraktion Die Linke gehört. Und lassen Sie mich sagen, Sie bedienen sich da, das ist mir sehr wichtig, Sie bedienen sich da einer Mischung gängiger Schlagworte. Sie malen ein Bild eines undurchsichtigen Parlaments mit von Lobbyisten gesteuerten Abgeordneten. Das wissen Sie alle, das ist vollkommener Unsinn. Und das Fatale dabei ist auch, dass Sie ganz genau wissen, dass dieses Bild mit der Parlamentswirklichkeit hier im Deutschen Bundestag und seinen frei gewählten Abgeordneten nichts zu tun hat. Das ist ein Zerrbild, was Sie da schaffen. Und letztendlich ist es so, dass nur im Prinzip der Applaus einschlägiger Internetplattformen verschiedener linker Netzwerke sie zu solchen Anträgen treibt, weil da dieses Bild ständig auch gemalt wird. Ja, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen bei jedem politischen Projekt den öffentlichen Diskurs. Die Öffentlichkeit von Beratungsergebnissen, die Öffentlichkeit von Drucksachen, von Anhörungen, den Diskurs in den Medien. Wie findet hier Interessensabwägung statt, um das kritisch zu beleuchten? Aber eines werden wir nie zulassen, dass der frei gewählte Abgeordnete, dem der Bürger auch sein Vertrauen geschenkt hat, öffentlich Rechenschaft darüber ablegen muss, mit wem er wann und wie über was gesprochen hat. Das widerspricht total unserem Grundgesetz und unserem Selbstverständnis als Abgeordnete. Und lassen Sie mich deswegen an dem Punkt darauf eingehen, was uns vielleicht in den Auffassungen unterscheidet. Da komme ich zu dem Punkt, was für ein Selbstverständnis haben wir vom Abgeordneten, von der parlamentarischen Arbeit. Und die Garantie des freien Mandates ist Kernbestandteil unseres Grundgesetzes. Und ich bin voll davon überzeugt, es gibt kein freies Mandat ohne Vertrauen in die Mandatsträger. Das muss Grundlage sein. Und was für ein Bild wird hier gezeichnet? Was für ein Bild geben wir den Menschen, wenn wir beständig selbst hier öffentlich suggerieren, mangels eines Lobbyregisters gäbe es im Parlament Andeutungen von Korruption, Klüngelwirtschaft und so weiter. Sie bedienen damit Klischees, aber was sie auch machen, ist, sie schüren Vorurteile und stellen die Unabhängigkeit der Kolleginnen und Kollegen hier infrage. Und das geht nicht. Und meine Damen und Herren, ich finde es schon schlimm, dass wir immer intensiver darüber reden,
wie die Abgeordneten wie wir noch, ich sage jetzt mal, noch lückenloser in ihrer Arbeit, ich sage jetzt mal, beobachtet, reglementiert werden können. Abgeordnetenwatch, übersetzt Abgeordnetenbeobachtung, dieser Begriff führt das freie Mandat eigentlich ins Absurde. Und statt dem Thema Beobachtung, Reglementierung, müssen wir doch auf den Kern unserer Tätigkeit hinweisen. Da geht es um die Kontrolle zwischen Parlament und Regierung. Sind die Begriffe Reglement, Kontrolle, Beobachtung angebracht. Aber das andere, meine Damen und Herren, das führt auch zu einer Schwächung der Legislative im Verhältnis zur Exekutive. Und wir sind gewählt, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir sind gewählt, um für die Bürgerinnen und Bürger die Abwägung verschiedenster Interessen vorzunehmen. Interessen, die auf die unterschiedlichste Art und Weise an uns herangetragen werden. Bei mir und bei den meisten Kollegen fängt das im Regelfall im Wahlkreis an. Da ist vor Ort das Gespräch mit der Kreishandwerkerschaft, das Gespräch in einem Unternehmen, Gespräch mit Gewerkschaftsvertretern. Dann ist die nächste Ebene im Bundesland, da schreibt, ich sage einmal, der Landesverband der Steuerberater, bittet um ein Gespräch der Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen. Und hier in Berlin, da ist ja unsere tägliche Arbeit, bei Telefonaten, Mails, Gesprächen, da geht es immer um Politik, das heißt um Wahrnehmung von Interessen und Abwägung von Interessen. Und da sage ich doch einfach, trauen Sie dabei wirklich den Kolleginnen und Kollegen nicht zu, dass Sie jeweils wissen, wer Ihr Gesprächspartner ist? Und bei der Anhörung ist zudem deutlich geworden, dass ein Riesenproblem, wenn man es denn tatsächlich machen würde, schon alleine die Abgrenzung wäre, wer denn in diesem Register überhaupt erfasst würde. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Jahren unser Mandat schon sehr weit reguliert, man kann auch sagen eng reguliert. Ich gebe mal so Stichworte, Verhaltensregeln, Nebentätigkeiten, Strafbarkeit, Abgeordnetenbestechung. Und für all diese Einzelmaßnahmen, die wir beschlossen haben, gab es jeweils gute Gründe oder auch Einzelfälle, die uns dazu veranlasst haben. Aber lassen Sie mich auch sagen, und das gebe ich ganz persönlich zu bedenken, wie ist die Wirkung in der Summe? In der Summe? Und wenn ich sehe, dass jetzt in gut einem Jahr wieder ein neuer Deutscher Bundestag gewählt wird, da steht an in verschiedenen Wahlkreisen wieder die Frage, wer ist künftig neu bereit, seine persönliche Lebens- und Berufsbiografie für 4, 8 oder 12 Jahre zu unterbrechen, um dem eigenen Land, der eigenen Heimat zu dienen und sich zu engagieren. Auf welche Arbeitsbedingungen trifft er denn hier im Deutschen Bundestag? Und das ist eine Frage, was für eine Vorstellung man von einem Parlament hat. Wen möchte man hier sitzen haben? Und da könnte ich jetzt viel dazu sagen, wie die Strukturen, die Berufsstrukturen in den Fraktionen, wie unterschiedlich die sind. Und da stellen wir uns schon die Frage, welche Arbeitsbedingungen finden wir vor, wie weit ist Vertrauen da, wie weit sind notwendige Reglementierungen notwendig. Das hat was mit dem Selbstverständnis des Abgeordnetenmandates zu tun. Und da kann durchaus die Frage gestellt werden, welche Motivation zum Beispiel ein Selbstständiger hat. Menschen oder Menschen, die fest im Berufsleben stehen, sie zu motivieren, das Wagnis einer Wahl und des freien Mandates auf sich zu nehmen, wenn er beispielsweise weiß, dass er künftig in der Konsequenz Ihres Antrages künftig Gesprächsnotizen ständig festzuhalten hat, mit wem er wo über was gesprochen hat. Das war das Thema, das steht nicht im Antrag drin, aber die Konsequenz. Und darüber wurde ja auch so in der Anhörung gesprochen. Und es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen, die das praktizieren, was nicht zu kritisieren ist. Aber Sie möchten das als Zielrichtung für das Parlament in diese Richtung hineinbringen. Oder beispielsweise, wenn ein Abgeordneter damit rechnen muss, um andere Stichworte da aufzugreifen, beispielsweise, dass er aufgrund seines Bruttoumsatzes in seinem Bauernhof angeprangert wird als Topverdiener. Das sind alles so Dinge, wo wir Regelungen haben, die all ihren Sinn machen, aber in der Wirkung manchmal zu solchen Dingen führen. Und deswegen lassen Sie mich abschließend sagen, in den letzten Wahlperioden hat jeder Bundestag das Mandat ein Stück weiter
reglementiert. Und lassen Sie mich zumindest die Sorge äußern, dass mir das für die Entwicklung des Parlaments durchaus Sorgen macht und dass wir das in Gänze bitte auch im Auge behalten. Auch Ihr Antrag, Ihre Initiative hier würde weiter in eine solche Richtung führen. Haben wir Vertrauen ins freie Mandat? Vielen Dank. Vielen Dank. Dr. Petra Sitte ist jetzt die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke.